Ich habe gefickt, wir werden fickt. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Fick. Und das kann nur jeder. Drei. Anna für mich. Drei. Herzlich willkommen beim Podcast Analphabeten. Mein Name ist C.F. Faust. Und mein Name ist Martina Balak und Emma Balsack bei Twitter. Hi. Hallo Leute. Hi. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht und zwar eine schwere Kost. Leonard Cohen wollen wir machen und zwar schön in Anschluss an Janis Joplin, denn wir hatten ja so einen schönen Spoiler mit drin in der letzten Folge, was die zwei wohl für eine Verbindung haben. I remember you well at the Chelsea Hotel. Also so beginnt sein Lied, das er Janis Joplin gewidmet hat. Chelsea Hotel. Genau. Und wo es so schön heißt, she gave head oder was? Ja, also. She was giving him head on the unmade bed. Ich glaube, er hat nur dieses head, to give head benutzt, nur weil es mit bed, weil es einen Reim gab. Da. Mhm, ja. Also ist es jedenfalls, war überraschend, als ich das nochmal mir angehört hatte, weil ich kannte Leonard Cohen natürlich nur von dem berühmten Halleluja. Halleluja, Halleluja, genau. Was ich dann öfter an Hochzeiten tatsächlich singen musste. Dabei passt es eigentlich gar nicht so, ne? Der Text ist ja auch eigentlich total, but you don't really care for music, do you? Du interessierst dich gar nicht für Musik, stimmt's? Dann so bei der Hochzeit. Ja, oder es ist einfach ein Lied nach allen, die nach Gott suchen oder nach Glauben. Also es ist nicht so etwas, was ich unbedingt nur mit Liebe verbinden würde, ja. Im Sinne von Hochzeiten oder so. Ja, also es ist halt traurig, ne? Es ist so ein Wunsch da, irgendwie in der Trauung einen Moment zu haben, wo man gerührt ist, ne? Wo man schön einen traurigen Song einfach hat, glaube ich. Das ist... Ich habe mal eine Wissenschaftlerin getroffen, die ein Buch darüber geschrieben hat, dass die hat es so empirisch analysiert, dass bei Beerdigungen lustige Songs gespielt werden. Also entweder irgendwelche coolen Rocksongs oder irgendwelche, die aufmuntern und so. Und das fand ich irgendwie ganz spannend zu beobachten, dass es irgendwie bei Hochzeiten, was ja eigentlich ein freudiges Fest ist, genau gegenteilig ist. Mhm. Dass man sich da eher traurige Songs wünscht, die dann so schön melancholisch werden zum Weinen. Also ich glaube, das ist so ein Klassiker, Leonard Cohen an der Hochzeit zu singen. Aber dieses eine Lied von ihm ist einfach überhaupt nicht repräsentativ für sein ganzes gesamtes Werk. Und überhaupt nicht. Obwohl Halleluja in 1984, als der Song erschienen ist, diese Radiosendungen wollten das Lied nicht spielen. Also die fanden es nicht gut. Und weißt du, wer die Person war, der sie entdeckt hat oder wiederentdeckt hat? Das war Bob Dylan. Und er hatte ein Konzert in Kanada 4 Jahre danach, in 1988. Und er hat dieses Lied als ein berühmtes und gutes Lied von Leonard Cohen gesungen auf seinem eigenen Konzert. Und er hat es tatsächlich popularisiert. Das fand ich so cool. Das ist echt cool, weil die Verbindung von den zwei ist ganz, also ganz deutlich, finde ich, dass die sich vom Stil her gegenseitig beeinflussen. Also ganz, ganz ähnliche Charaktere, auch in den Interviewsituationen. Also ich finde, er hat mich wieder auch total an so einen Beatnik erinnert, vielleicht an William S. Burroughs, der so den Intellektuellen spielt im Gespräch, aber auch so richtig wie Bob Dylan so ganz freche Antworten immer gibt und immer so die Interviewfrage gar nicht richtig beantwortet, sondern immer eine Frage zurückstellt. Ne, so. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Dichtung und Schuhputzen? Ja, es liegt doch beiden das gleiche Bedürfnis zugrunde und so. Ja? Also diese so banalen philosophischen Ansätze irgendwie. Ja? So die Dichtung und das ganze Transzendente mit irgendwas völlig Banalen wie dem Schuhputzen irgendwie miteinander zu vergleichen. Da sind die total Meister drin, finde ich. Er und Bob Dylan, beide eigentlich. Mhm. Also so ganz ähnliche Typen. Ja.
Ja, und also ich war dann, wir haben uns dann heute, also für die Folge eigentlich, seinen Roman Beautiful Losers rausgesucht, der 1966 erschienen ist. Und eigentlich hat also Leonard Cohen zuerst also Bücher geschrieben. Wir haben ja hier die Reihe Musiker, die schreiben. Und er hat also eher zuerst Romane geschrieben. Das war sein zweiter Beautiful Losers. Und danach erst fing er an, dann erst sich mehr auf die Songs, auf Songwriting zu konzentrieren. Und ja, und ich war also völlig schockiert von dem Buch. Vielleicht können wir deshalb zuerst uns ein bisschen auf noch ein paar Lieder konzentrieren, oder? Ja, also es ist ganz egal, also was er eigentlich gezeigt hat bis zu dem Moment, als dieser Roman erschien. Also sein erster Roman, The Favorite Game, ist in 1963 erschienen und war ziemlich gut beim Publikum angekommen. Und das dachte auch man dann für den zweiten Roman. Und ich finde es gut, dass wir ihn gelesen haben, weil es gilt als ein Kultroman. Also es ist ein Roman dieser Generation der 60er, weil es in den 60er Jahren erschienen ist und es von ihm geschrieben wurde. Und er hat es während seiner Drogenphase, also er hat Amphetamine in dieser Zeit sehr viele zwar genommen. Er lebte auf einer Insel in der Zeit und er hat, glaube ich, 2 Jahre dann auf dieser griechischen Insel diesen Roman geschrieben. Und dann wurde der Roman also zum Symbol dieser Generation. Besonders weil es etwas Körperliches, Sinnliches hat, auch diese Zügellosigkeit in Verbindung mit Spirituellem und Religiösem. Und deswegen war das auch wichtig für uns, also diesen Kontext ein bisschen besser kennenzulernen, obwohl das ein experimenteller Roman ist, unvollendet. Und es war also mir persönlich, wahrscheinlich dir auch, ziemlich schwierig zu lesen Ja, und ich zu habe mich verstehen. total durchgequält. Vielleicht sollte man noch sagen, dass er aus Kanada stammt. Also er hat das zwar in Griechenland geschrieben, aber er ist eben der berühmte kanadische Dichter oder Schriftsteller und Songwriter und hat mit diesem Werk dann Beautiful Losers auch, sagt man, den Postmodernismus Sehr überhaupt gut. nach Kanada quasi gebracht oder damit eröffnet oder wie auch immer man das nennen Ja, möchte. genau. Also Dieser Roman ist der Anfang vom Postmoderne in kanadischer Literatur. Und also es gibt so viele Dissertationen über diesen Roman oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr be bekannt auch in diesen akademischen Kreisen. ja. Ja, komm, jetzt gehen wir doch rein ins Buch. Also ich habe Let's go. richtig Magenschmerzen dabei bekommen, es zu lesen. Ich habe mich so gequält. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so zu Ende gelesen. Ich Es beichte, ist so mea ironisch, weil culpa. wir wollten eigentlich Texte von Musikern lesen und jetzt lesen wir die Texte von Musikern und wir denken, ha, was ist jetzt hier los? Aber es ist wirklich einfach ekelhaft. Also, sorry. Also, ich glaube, es ist genial, schon auf einer Ebene auf jeden Fall. Also, ich erkenne das total an, dass es anspruchsvolle Literatur ist, weil da so, so viele Ebenen miteinander verhandelt werden. Aber es ist also einfach nicht meins. Ja, deswegen sollte man ihn trotzdem kennenlernen und vielleicht trotzdem in dieses Buch reinschauen. Vor allem, wenn man Literaturwissenschaftler ist oder so. Denn man kann dem Buch trotzdem sehr, sehr viel abgewinnen. Vielleicht erzählen wir mal kurz, um was es geht. Also, es geht um drei Personen eigentlich, denn der Ich-Erzähler, der männlich ist, dann um Edith, das ist seine Freundin oder was, die sich aber umgebracht hat Seine und Frau. oder Frau, genau. Und dann eine Person F, die mit dieser Edith, also befreundet ist mit dem Ich-Erzähler, wahrscheinlich auch so eine homoerotische Beziehung auch hat. Und gleichzeitig aber auch mit der Edith ein Verhältnis hatte, also so eine Dreiecksbeziehung. Und genau, und es wird also alles im nacherzählt, so ein bisschen vom Ich-Erzähler. Also die Edith ist schon tot quasi. Und verhandelt eigentlich mit Person F, Punkt heißt sie nur, wie so ein Streitgespräch. Und eigentlich promoviert der Ich-Erzähler zu einem Thema, glaube ich. Und es geht ständig um die katholische Heilige Katharine Thekakwitha. Sage ich das richtig? Wer weiß, also Oh no. Katerita Gakwita, ja, das ist ihr Name. Sie ist eine indische
Indianerin, eigentlich kanadische Indianerin, also das klingt indigene. Blöd. Indigene, genau. Also sie war im 17. Mhm. Jahrhundert. Sie eine lebte Mohawk. Im 17. Jahrhundert. Mhm. Genau, sie gehört zu einem Stamm. Mhm. Und sie wurde dann, von Jesuiten, genau, von Jesuiten oder von, das wissen wir nicht genau, aber das sollte dieser Jesuit New Black of New France Black Robes etwas, also das ist so eine, wahrscheinlich eine der Ströme von diesen Kolonisatoren, die in Kanada genau. waren. Präsent also es waren. Geht damit auf der einen Seite um die Geschichte Kanadas, also um die Geschichte der Indigenen dort und dann natürlich um die Verantwortung der katholischen Kirche. Also die katholische Kirche kommt natürlich überhaupt nicht gut bei weg. Kolonialisierung sowieso. Kolonialisierung, genau. Und dann eben dieser Nachvollzug von dieser einen Person, die eben dann, die eben konvertiert ist zum katholischen Glauben. Also die ist mit sehr, sehr, sehr früh ist sie in so einen Orden dann eingetreten. Mit 17 oder 18 hat sie sich entschieden, als Jungfrau zu leben. Also dieses Motiv der Jungfrau ist dann natürlich ganz stark im Vordergrund, was vielleicht auch so ein bisschen die Parallele dann bietet zu dem Dreiergespann, ja, der sehr unmoralisch sexuell lebenden drei anderen Hauptprotagonisten. Ne? Also übrigens auch drei, nicht nur, dass es jetzt dieses Dreiergespann ist, sondern drei, glaube ich, hier auch ganz bewusst, ne, die religiöse Trinitas, die Dreifaltigkeitszahl hier, also die drei, glaube ich, ist dann auch kein Zufall, dass es eine Dreierkonstellation ist. Und die steht also dem so als Gegengewicht gegenüber, würde ich mal sagen. Oder? Ja, also deswegen war ich ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, drei Personen, weil ich würde sagen, dass definitiv diese Katharina, also ja. die Heilige, sie ist definitiv mhm. die vierte Person. Dann mhm. haben wir so ein Viereck von Personen. Genau. Ja, das hast du gut erklärt. Wow. Ja, mehr kann ich auch nicht für heute. Vielleicht lese ich ein Zitat, nur dass die Menschen ein bisschen mehr Ahnung davon bekommen, wie er das schreibt. Also das ist eigentlich, der Roman klingt wie ein richtig langes Gedicht. Machst du jetzt so ein obszönes Zitat oder eins? Ich habe zum Beispiel eins über Geschichte, wo er okay, über das ist ein bisschen, okay. etwas erzählt. Wir sind ja sowieso schon bei, bei allen Podcast-Apps, haben wir sowieso schon so ein problematisches Zeichen nebendran. Genau. Ne? Nicht jugendreif oder genau. sowas. Genau. Aber zum Beispiel so beschreibt er Geschichte generell. Also das ist auch eine lange, glaube ich, also natürlich nicht nur an eine Kritik an Geschichte, sondern generell an Konstruktion von Geschlecht auch, von Körper, von unserer Sexualität und so weiter. Also deswegen ist Buch vielleicht amoralisch oder immoralisch, aber auf jeden Fall ist es teilweise sehr gut geschrieben und man genießt es tatsächlich. Also hier ein Zitat. Do you remember the world at that time? A huge jukebox played a sleepy tune. The tune was a couple of thousand years old, and we danced to it with our eyes closed. The tune was called History, and we loved it. Nazis, Jews, everybody. We loved it because we made it up, because like Tuki did it, we knew that whatever happened to us, sorry, was the most important thing that ever happened in the world. History made us feel good, so we played it over and over, deep into the night. We smiled as our uncles went to bed, and we were glad to get rid of them because they didn't know how to do the H, in spite of all their boasts and old newspapers clippings. Good night, old frauds. Someone worked the rheostat, and we squeezed the body in our arms. We inhaled the perfumed hair, we bumped into each other's genitals. History was our song. History chose us to make history. We gave ourselves to it, caressed by events. And so on and so on. Also und so weiter und so weiter. Also kannst du ein bisschen übersetzen? Genau, also er beschreibt, was, also dass diese Geschichte so lange, also 1000 Jahre lang dauerte, dass es völlig egal war, wer da war, ob die Nazis, ob die Juden, egal wer, also dass die Geschichte seine eigene, quasi eigenen Lauf hat. Und dass das, was bleibt eigentlich, was wichtig ist, völlig die, also diese Geschichte der Menschheit total transzendiert. Also es ist überhaupt völlig egal, was
passiert ist oder nicht. Also es ist ein bisschen eine Relativisierung von Ereignissen, die auch im Roman vorkommen. Aber es ist trotzdem, also das alles ist wie eine Parabel geschrieben oder sehr allegorisch. Und es ist sehr schwierig zu sagen, was eigentlich im Buch passiert, weil es ist eigentlich wie ein Gedicht geschrieben. So mehr als Gefühl, als etwas, was tatsächlich vorkommt. So habe ich es erlebt. Ja, dadurch auch, dass die Zeiten also nicht richtig voneinander getrennt sind. Also man weiß gar nicht so genau, ist er jetzt gerade im 17. Jahrhundert wieder in seinem Forschungsdings drin oder ist er gerade wieder eigentlich im Bett mit F und diskutiert mit ihm. Vielleicht kann man da die Beziehung noch ein bisschen näher beleuchten. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass er sich so als heiliger Sebastian da inszeniert. Also das kennen bestimmt viele, diese Heiligenfigur, die durchbohrt ist durch von Pfeilen, was so ganz oft in der Kunst auch ein Motiv da ist für Selbstzerstörung, Masochismus und sowas. Also er ist wirklich jemand, der gerne leidet. Also dieses Motiv des Leidens ist total stark im Vordergrund, wo man so merkt, das ist vielleicht auch, also dieses immer in Verbindung mit dem christlichen Leid, also Jesus, der am Kreuz gestorben ist und für uns gelitten hat. Und das wird immer sofort auf eine Ebene so gestellt mit dem Ich-Erzähler, der jetzt eben auch leidet, und zwar darunter, dass er mit seinem Geliebten, F heißt er ja nur, im Bett liegt, der ihm wiederum erzählt, dass er eine Affäre mit seiner verstorbenen Frau hatte. Und er lässt sich das in allen Details erzählen, ist aber immer total hin und her gerissen, also total wie schizophren. Und sagt dann, nein, erzähl's mir nicht. Und dann fragt er, doch, ich will es wissen, ich muss es wissen. Wie habt ihr es wo getrieben und so weiter. Und dann wird es also total obszön, dann geht es um also alle möglichen Bereiche des Körpers, die man also penetrieren kann und dann geht es immer um die Faszination von einer Heiligen, also zu sagen, also wie es, du solltest unbedingt mit Katharinen, solltest du unbedingt Sex haben, also den Sex mit einer Heiligen ist total, totales Thema, oder? Ja, also er hat eine komische Fixierung, also Fixation oder eine psychosexuelle Beziehung zu diesen Heiligen. Yeah. Aber es geht auch nicht nur um diese sexuelle mit ihr, sondern auch einfach um Einsamkeit und um das Leiden der Menschen generell, also ihr Leiden auch. Also natürlich ist das kreativ geschrieben, aber teilweise gibt es wirklich viele, viele, viele Worte, die nicht dass wir nicht alles unbedingt lesen müssen. Aber das habe ich auch so verstanden. Also er möchte definitiv mit ihr schlafen, auf jeden Fall. Aber es geht auch um mehr, glaube ich, als nur das. Oder das, was er mit F also beschreibt, also es gibt drei Teile des Romans. Also im ersten Teil beschreibt er seine Leidenschaft für die Heilige und auch diese homosexuelle oder homoerotische Beziehung zu F, zu diesem Freund von ihm. Und dann im zweiten Teil gibt es diese Briefe von F. Dieser zweite Teil ist My Dear Friend. Und es ist von F quasi geschrieben, also als ein langer Brief an dem Erzähler selbst. Und es ist ein bisschen, es ist ziemlich Meta, muss man auch sagen. Und dieser F sagt ihm dann in diesen Briefen, ich habe hier das Zitat, I would keep on trying, but I knew I had failed the both of you and that both of you had failed me. I had one trick left, but it was a dangerous one and I'd never use it. Events, as I will show, would force me into it, and it would end with Edith's suicide, my hospitalization, your cruel ordeal in the treehouse. Also hier wird uns klar, zum Beispiel, dass Edith, also seine Frau, dass sie einen Selbstmord begangen hat, und auch, dass er in diesem Treehouse, also in diesem Haus, Haus im Baum, dass er dort wohnt, also dass er das von F bekommen hat. Aber trotzdem wissen wir nicht, ob das jetzt wahr ist, ob es ein Traum ist. Also es ist ziemlich, es ist unklar. Es ist alles wie unerlaubt, nicht völlig definiert, einfach vorläufig, so
vorläufige Ereignisse, so liest man das alles. Also, ja, auch so ein bisschen mystisch, ne? Also ich hatte das Treehouse, habe ich eher, als, eher so als Dreamhouse gedacht, also irgendwie ein Haus halt, was super, nicht auf dem Boden ist, so genau, was Sphärisches einfach eben so, was nicht real, also er lebt halt wie auf so einer Wolke oder so, ne? Oder hat etwas wieder wie Diogenes oder diese philosophische, einfach ich wohne, ich lebe in einem Haus auf dem Baum oder ich lebe in einem Fass. Also es klingt sehr, genau, sehr stoisch oder sehr asketisch. Ja, ich wollte noch mal was zu dieser Katharine sagen, zu der Heiligen. Also, weil du völlig richtig gesagt hast, dass es eben, dass es dabei nicht nur um Sex geht, sondern dieses, also Sex mit der Heiligen soll, soll ihn irgendwie, also er soll irgendwie was lernen. Das soll so ein Lernprozess sein. Also es klingt immer so, als ob F sein großer Lehrer ist. Fast so ein bisschen wie bei Nietzsche oder Zarathustra. Oder ein Guru oder so, genau. Ja, so ein Anleiter des Lebens, aber nicht unbedingt des Guten, oder, sondern irgendwie eher was des Bösen oder so, der ihm ständig Anweisungen gibt, wie er zu leben hat und wie er was erreichen kann und wie er seine eigenen Komplexe überkommen kann und so. Und ich glaube schon, dass also Homosexualität da ganz klar auch ein oder Sexualität natürlich immer in der Kirche ein als unmoralisch und ein Thema gibt, was eben nicht genau, was den Menschen eher also schlecht macht, was den Menschen sicherlich im 17. Jahrhundert auch eingetrichtert wurde. Das ist ja Gott sei Dank jetzt anders ein bisschen, aber nicht oder auch nicht. Und ja, es wurde immer tabuisiert. Es ist ein Tabu. Tabuisiert, einfach. Danke. Das habe ich gesucht, genau. Und dass er quasi ihm den Rat gibt, also im Leben endlich mal anzukommen. Das Göttliche könnte man nur dann erfahren, wenn man die Heilige so richtig durchnimmt. Ja. Sorry. Genau, oder es geht auch um dieses, um ein anderes Bewusstsein, also um darum, was unsere moralische oder weltliche irgendwelche Grenzen sind, also was eigentlich Freiheit ist und welche Grenzen sind die von Freiheit überhaupt. Also deswegen glaube ich, gibt es dieses Spiel mit Homoerotik, mit Bisexualität, auch mit Drogen, alles das ist wieder, also ein Experiment oder eine Forschung. Ja. Und was ist der Mensch? Was ist von den Heiligen? Also was, genau. Ja. Und zu der Zeit müssen wir das auch, vielleicht sollten wir auch das betonen, dass sie keine Heilige war. Also sie wurde zum Heiligen in 2012, glaube ich. Also sie war eine der, ich weiß nicht, wie das eigentlich in der Kirche vorläuft, aber sie war so aber sie wurde nicht sanktuarisiert, oder wie sagt man das? Also sie heilig wurde gesprochen. Gesprochen, danke. Aber zum Beispiel, wenn man es liest, es ist wirklich also schwer verständlich. Es ist wieder also viele Metapher, viele Bilder einfach, die man so natürlich anders interpretieren kann. Aber auch es gibt trotzdem etwas Schönes und Esoterisches in einigen Bildern von ihm. Also das müssen wir auch betonen, dass es nicht banal ist, obwohl es auch über banale Sachen wie Sex beispielsweise geschieden wird oder Geschlechtsteile und so weiter. Also es wird teilweise wirklich lasziv und, wie du gesagt hast, einfach ekelhaft. Ja. Vielleicht hast du das nicht gesagt, aber es war tatsächlich genau. Also zu viel. Ja, so dass ich dir irgendwann geschrieben habe, oh mein Gott, was haben wir noch rausgesucht? Was muss ich hier lesen? Ich musste mich ein bisschen erinnern an Junkie von William S. Burroughs. Da ging es mir, glaube ich, genauso. Da habe ich auch geflucht die ganze Folge über. Das war auch überhaupt nicht meins. Das war auch einfach nur eklig, genau. Aber da fand ich noch irgendwie bei William S. Burroughs, das fand ich irgendwie noch zu sehr. Das war mir auch noch dazu auch nicht tiefgründig genug. Also diese ganze Geschichte mit der Kirche natürlich und die Geschichte der Indigenen, das macht natürlich das total zu was Tiefgründigen und das holt so eine ganz doppelte Ebene einfach halt rein. Also weshalb es natürlich, was natürlich auch eine geniale Verschränkung ist. So, wir haben schon überlegt vorhin, ob es jetzt ist es eigentlich pornografische Literatur? Im Grunde schon. Absolut. Und aber diese Literatur.
Genau, der Kirchenbezug und der Bezug zu den Indigenen der Geschichte Kanadas, das macht natürlich, bringt einfach eine Schwere rein und einen Anspruch natürlich auch mit rein. Weshalb es auf jeden Fall in hochkulturellen Diskursen, ach, jetzt mache ich schon wieder diese E- und U-Entscheidung, Unterscheidung, die ist ja auch Quatsch. Aber es ist ein sehr intelligentes Buch, das möchte ich damit sagen. Genau. Auch wenn ich Super. es furchtbar zu lesen fand, ist es ein sehr intelligentes Buch. Ich glaube, ich habe auch immer ein Problem. Ich merke dann immer wieder, dass ich dann doch nicht trennen kann, den Autor und sein Werk, weil ich immer im Hinterkopf habe, es hat ein Mann geschrieben. Und ich hatte halt vorher diesen Chelsea-Song mir angehört und ich fand es irgendwie doch ein bisschen. Es gibt so eine Live-Aufnahme, wo Leonard Cohen dann ein paar Akkorde klimpert und da erzählt er halt die Geschichte, dass er wirklich, weil in dem Song Chelsea Hotel wird ja Janis Joplin nicht namentlich genannt. Ja. Es gibt aber einen Auftritt von ihm, wo er explizit darauf verweist, dass er halt Janis Joplin getroffen hat und dass sie eigentlich Kris Kristofferson treffen wollte und heiß auf ihn war und so und gar nicht auf Leonard Cohen. Und dann haben die einfach zufällig sich zwei halt im Aufzug getroffen und dann hatten sie halt total Bock Dann hat er aufeinander. gesagt, I am Chris Christopherson. Genau. Geil. Und dann fand ich das, ich finde es cool, den Song, finde ich cool, weil man dann es nur erahnen kann, wenn man die Geschichte hat. Aber wenn er auf der Bühne da sitzt und damit angibt, hey, ja, geil, ich hatte was mit Janis Joplin, fand ich es einfach so ein bisschen, oh, lame, ja, so richtig so ein bisschen, so ein Angeber halt einfach, ne? Und dann hatte ich das schon so im Hinterkopf, wo ich so dachte, oh, ist irgendwie doch ein bisschen sexistisch, ja, also so ein bisschen daneben fand ich es. Und dann liest du dieses Buch. Oh Gott, und dann dachte ich so, oh Mann, also ich musste mir dann irgendwann einfach mir einreden, okay, stell dir einfach vor, es hat eine Frau geschrieben und schon hast du eine andere Perspektive irgendwie, weil es natürlich total sexistisch dann auch irgendwann ist. Ich meine, das ist sicherlich Absicht, Ja, ne? aber Aber. was ist eigentlich sexistisch daran? Also, dass es Begehren gibt oder dass die Nee. Frauen begehrt werden? Oder was fandest du konkret zum Beispiel problematisch in dem Buch? Weil was mir klar wurde, also im zweiten Teil in diesen Briefen von F, und diese Szene sollten wir vielleicht auch erwähnen. Also es gibt eine Szene mit F, dann die Frau von Erzähler. Und sie heißt Edith und die beiden sind in Argentinien in einem Hotel und sie hat ein Problem mit ihrem Gesicht oder mit Akne oder so und es gibt ein kurzes Treffen in einem Restaurant, wo eine Hitler-ähnliches Person, wo eine Person, die dem Hitler ähnelt, in einem Mantel ihr eine Seife gibt. Und also das ist tatsächlich eine Andeutung auf Holocaust und so weiter. Und sie gehen mit dieser Seife dann ins Zimmer und so weiter und sie verbringen dort eine Weile und er beschreibt, was dort passiert. Und er kann eigentlich, also es gibt keinen Körperkontakt zwischen den beiden, sondern er liest irgendwelche Bücher und sie versucht, ihren Orgasmus zu kriegen, alleine. Also sie masturbiert quasi, also sie befriedet sich. Selbst befriedigt sich, genau, also sorry, ich bin ein bisschen mit reflexiven Verben hier ein bisschen konfus. Es ist nicht etwas, was ich jeden Tag benutze. Und genau. Und er liest diese Texte laut vor. Und das ist völlig dann daneben. Also sie kann nicht ihren Orgasmus erreichen. Und er nimmt einen dänischen Vibrator und dieser Vibrator hilft dir eigentlich, diesen Orgasmus zu kriegen. Also was ich damit sagen will, dass ich nachdem ich diese Szene gelesen habe, ich hatte ja eigentlich das Gefühl, dass die ganze Beziehung mit diesem Heiligen und mit diesem Frau, auch Edith und ihr Gespräche mit, wie viel Mal habt ihr geschlafen, war es fünfmal oder sechsmal, wie viel Mal hat sie mich betrogen und so weiter, dass es eigentlich darum geht, dass die Männer überhaupt keine Ahnung haben, was die Frauen will. Also, dass die Frauen fast wie eine Göttin ist für die Männer, also für den Erzähler. Und dass sie total auf einem Thron ist, auf einem Piedestal. Und wo Männer wirklich sich selbst als Opfer bringen, ohne zu wissen, was sie eigentlich wollen. Und wie sie ihnen, also ins, genau, also ins, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass mehr mein Gefühl war, dass es diese Seite von Sexualität ist und nicht diese Frau als Objekt. Ich hatte das Gefühl mehr, dass die Männer eigentlich Objekte sind.
Ja, das kann gut sein, ja, genau. Also ich finde sowieso diesen Sexismus-Vorwurf, den nehme ich sowieso wieder zurück, weil der eh immer ein bisschen blöd ist, finde ich. Das kann man immer so schnell sagen. Du hast recht, wenn du es so beschreibst. Ich glaube, ich war halt so gefangen in diesem, oder was ich so angeekelt von dem einen Kapitel, wo es ständig über F geht, dass er immer, also er ist ja Absicht, er ist ja der Ordinärste, sag ich mal, von allen. Ja, also er ist ja wirklich, stimmt. Ich glaube, er soll wirklich auch dieses fiese Arschloch halt sein. Ja, er betrügt ja nicht nur seinen besten Freund, stimmt, sondern auch seinen Liebhaber damit und alles. Ja, also wo man, genau, ja. Also und er ist brutal sexistisch. Also das heißt nicht, dass das Buch sexistisch ist oder dass Leonard Cohen sexistisch ist, sondern er ist einfach, du hast recht, also er ist als Charakter einfach unerbittlich, egal um was es geht, auch um Sexualität, glaube genau, ich. Er ist so eine Person. Aber ich glaube, dass es nicht nur diese Seite von Sexualität im Roman dargestellt ist. Ja. Aber vielleicht ist das einfach mein Eindruck davon oder meine Veranlagung. Genau, weil du jetzt gesagt hast, dass Edith da einen Ausschlag hat im Gesicht oder Akne hat oder sowas. Und da ist natürlich auch ein klarer Verweis, dass diese... alles okay? Ja. Sorry. Ich habe erst jetzt gescheckt, dass ich nur 18 Minuten mit dir habe. Ich weiß nicht, ich habe zufällig wahrscheinlich mein Audacity gestoppt. Ist das problematisch? Egal, dann haben wir, ich glaube, ja, wir haben jetzt schon mehrere Beschwerden über unsere Soundprobleme irgendwie, glaube ich, gehört, aber dein Bild ist auch die ganze Zeit verpixelt. Also ich glaube, du hattest auch ein bisschen Internetprobleme. Aber bei meinen Internetbalken sind alle ganz gut. Egal, das kriege ich schon hin, genau. Ja. Also du hast auf jeden Fall dieses Audio bei Skype, oder? Genau, ja, eben, genau. Super, ja. Okay. Ja. Also was ich sagen wollte, dass dieses Gesicht, dieser Ausschlag, da müsste man natürlich auch, das ist ein klarer Verweis auch zu der Heiligen, also das auch Katharinen Thekakwitha, dass auch die aufgrund einer Krankheit, die sie überlebt hat, wo der Rest ihrer Familie, glaube ich, gestorben ist, hat sie so einen ganz schlimmen, ein entstelltes Gesicht gehabt. Ja. Und das ist dann ein klarer Verweis dazu. Also, dass Edith im Grunde da auch ein bisschen zu dieser Heiligen dann stilisiert wird in dem Moment. Okay. Ja. Ja. Könnte man sagen. Also, aber wahrscheinlich nur in dieser Szene. Also, das ist nichts, was sich jetzt konsequent durchzieht im Buch, sondern es ist immer nur so, ja, typisch Postmoderne halt. Immer nur so ein Flickenteppich halt, ne? So ein, ja. Genau. Fetzen davon, genau. Also man kann das überhaupt nicht sagen, ja, es ist so durch das, also es gibt keine, es ist nicht konsequent. Alles, was passiert, ist nur da, in dem Moment. Und dann in einem anderen, neuen, zweiten Augenblick ist es was ganz anders. Ja. Und habe ich das richtig verstanden, dass er promoviert? Promoviert er über? Also ich habe zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht gecheckt, wo er sagt, dass er ein Anthropologe ist. Also ich habe es, glaube ich, in einem Wikipedia-Beitrag gelesen, sogar auf Tschechisch oder so habe ich gesehen, dass, oder egal wo. Aber ich habe das nicht gesehen, was seine Berufung ist. Ich habe das überhaupt nicht genau habe ich verstanden. Auch nicht, ich glaube, es wird nicht richtig, also es heißt irgendwann, dass er promoviert und da habe ich mir, glaube ich, irgendeine coole Stelle markiert, wo er so flucht über die Wissenschaft und dass halt auch die Wissenschaft irgendwie halt keinen Halt gibt, dass es halt alles so irgendwie Wissen ist, was irgendwie nicht festzuhalten ist oder sowas. Also das fand ich irgendwie so einen schönen Vergleich, dass ich glaube, passt vielleicht auch zu dem Zitat, was du über Geschichte vorgelesen hast. Also, dass wir, dass die Geschichte sich also immer so in Lauf hat und wir rennen der eigentlich nur hinterher. Also wir, es passiert immer alles so und wir als Wissenschaftler oder überhaupt Menschen, wir rennen dem immer nur so hinterher und können nur nachvollziehen. Also das finde ich, diese Fetzen so, ja. Genau, also da finde ich eigentlich, was ich ganz cool finde, dass ich also thematisch also diese postmoderne Struktur da so schön durchsetzt, auch auf der thematischen Ebene. Also dass du, du stellst dir das vor, du hast gerade selbst Liebesprobleme in deiner Beziehung und dann promovierst du aber zu so einem Thema, bist in der Theologie meinetwegen und liest irgendwas über die heilige Katharine Thekakwitha und dann in der Sekunde später bist du dann wieder in der Beschäftigung mit deiner eigenen Frau. Und weißt du, so entsteht dann so ein Netz, ja,
Und du bist dann irgendwie gezwungen, weil du in der Geschichte so hängen geblieben bist, dass du dann in der Gegenwart dann auch auf einmal diese Heilige überall siehst. Ja? Also ganz blöd, ich hatte ja über Crossover-Phänomene promoviert und auf einmal läufst du mit einem völlig anderen Filter durch die Gegend und obwohl du, also du guckst auf irgendwas auf der Straße, was nichts mit Crossover-Künstlern zu tun hat und du denkst, oh, das ist ja auch Crossover. Weißt du, du hast so einen ganz anderen Filter und auf einmal beginnst du eins zu werden mit deinem Promotionsthema. Also du wirst so... Hallo, Intersektionalität. Genau. Du kannst es nicht mehr von deiner Person trennen und du gehst dann da einfach irgendwie so drin auf und hast keine Trennung mehr erkennbar von verstorbenen Figuren und Lebenden. Ja, ob du dich mit dem verstorbenen Künstler beschäftigst oder nicht oder einer Heiligen jetzt in dem Fall. Blablabla, keine Ahnung. Ich musste auch über diese Beziehung von ihm zur Geschichte ein bisschen an Hayden White denken, auch an diesen New Historicism und diese Relativisierung davon und was eigentlich ein Diskurs bedeutet und wie wird die Geschichte erzählt. Also es ist eigentlich interessant, das zu beobachten. Und besonders bei Leonard Cohen ist es so, dass er so eine, also seine Familie, ist eine, also sie stammen aus Russland, seine Oma hat Russisch gesprochen oder seine Mama auch, glaube ich, und zu Hause, sie waren Juden, also sie gehörten wahrscheinlich zu Aschkenasis, glaube ich, aus diesem jüdischen Stamm aus Polen und Russland damals und er ist nicht eine Person, die sich nicht mit Religionen auskennt. Also er hat wirklich alles gelesen. Und ich glaube, dass das merkt man auch aus in seinem Text, also wie gebildet er eigentlich ist und aus welcher Familie er kommt. Und das fand ich auch ein bisschen, also sehr tapfer von ihm und mutig, so etwas zu schreiben und solchen Text, auch teilweise beleidigenden Text über so ein Thema, also eine katholische Heilige oder eine Indigene, die eine katholische Heilige wurde und so weiter. Aber mir wurde auch bewusst, wie wenig wir uns mit kanadischer Geschichte überhaupt auskennen. Aber hallo, also dann erwähnt er natürlich, also es gibt teilweise Ereignisse, die im Montreal passieren oder die Handlung, die in Montreal ist und dann erwähnt er einfach so, ach ja, und das war dieser Quebec-Aufstand und ich war so, hä, was? Was für ein Aufstand? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das, diese frankophone Kanada und anglophone Kanada, wie das eigentlich alles vorkam oder wie das kolonialisiert wurde, das wissen wir überhaupt nicht. Ja, ich habe tatsächlich lustigerweise letzte Woche so ein bisschen Kanada recherchiert für mein Patenkind, weil die hat gerade Abitur gemacht und die Arme hatte keinen Abiball jetzt wegen Corona. Das hat mir so leid getan. Oh, ja, und die hat eigentlich Auslandspläne eigentlich und wollte unbedingt halt nach Frankreich. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber es gibt ja auch andere französischsprachige Länder. Geh doch nach Kanada. Und dann hat sie gesagt, ja, spricht man doch Englisch. Und gesagt, da spricht man Englisch und Französisch. Dann habe ich ihr so ein paar Sachen rausgesucht ins Ausland, wo man hingehen kann. Aber das ist natürlich jetzt alles echt mit Corona natürlich richtig blöd, ne, für die Leute, die jetzt Abi gemacht haben. Das tut mir so richtig leid, ja. Aber deswegen hatte ich so ein bisschen mehr Kanada auch so ein bisschen angeschaut. Aber natürlich von der Geschichte von Kanada habe ich auch keine Ahnung. Ist nicht, sag mal, Margaret Atwood, ist die nicht auch... Gell? Genau, die hatten wir wenigstens schon mal, da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. Aber sonst erinnere ich mich auch nicht, dass wir irgendwas im Podcast gemacht hätten über eine kanadische Schriftstellerin oder Schriftsteller. Ich finde halt auch durch Chelsea und so weiter, also mit dem Buch auf jeden Fall hat er sich natürlich schon in die kanadische Geschichte, Literaturgeschichte eingeschrieben, das ist ganz klar. Aber sonst ist er halt viel mehr als das, ne? Also er ist halt auch irgendwie ein Beatnik und total in der, wenn du sagst mit Bob Dylan dass er überhaupt im Chelsea Hotel gelebt hat, also ganz früh schon immer diese Wanderschaft halt auch gehabt, ne? Das, insofern ist er so ein Citizen of the World, ja. Ja, absolut. Und er war Person, die wirklich also auch in den 60ern und dann 70ern sehr berühmt wurde mit allen seinen Songs. Und ich glaube, meine Eltern, wahrscheinlich deine auch, also sie kennen Leonard Cohen sehr gut und seine Songs. Also meine Songs Eltern nicht, nee, aber ich habe eine CD von ihnen bekommen, weil ich dieses Halleluja mal gesungen habe, genau. Und da sind so die Greatest Hits drauf. Aber er malt ja, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Also der ist auch so ein Allround-Künstler, so ein bisschen wohl, ja.
Ich weiß nur, dass er sich mit Zen-Buddhismus also sehr gut auskennt. Das ist so cool. Ja, aber auch wie alle in der Zeit. Ne? Zen-Buddhismus, das ist halt auch wieder diese 60er, 70er Jahre. Das haben also auch. Ja, aber wie ich verstanden habe, hat er an chronischer Depression gelitten. Obwohl ist das, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu biografisch und zu persönlich, aber er hat auf jeden Fall viel Zeit mit diesen buddhistischen Mönchen verbracht auch. Und ich weiß nicht, ob das gecheckt hat, aber während seines Interviews hat er einen Rosenkranz in den Händen. Also, aber es ist wahrscheinlich ein buddhistischer Rosenkranz und der, als ob er betet gleichzeitig, während er spricht. Mhm. Und er spricht so mit diesem, also in einem sehr schönen und ruhigen Ton und er hat etwas auch wirklich Spirituelles an sich. Also deswegen glaube ich, dass das auch ihn seine wahrscheinlich Stimme, geprägt hat. Also so wie er singt, es ist ja mehr so ein Sprechgesang auch und er hat so eine ganz, ganz tiefe Stimme, das gibt es ja auch ganz selten. Es gibt ganz selten ganz wenige Sänger, berühmte Sänger, vor allem im Popbereich, die tiefe Stimmen haben. Das liegt einfach daran, dass tiefe Stimmen einfach, dass man von denen schnell eingelullt wird, dass man da eher einschläft. Die sind also nicht so entertaining quasi. Weil die ich so musste an Herbert Grönemeyer denken beispielsweise. Ich finde, dass er ein bisschen in diese Richtung von Leonard Cohen geht. Ja, aber der singt nicht so tief. Der singt, also das ist kein Bass quasi. Herbert Grönemeyer. Ja. Männer! Weiß ich nicht, ja. Also ich habe ein Problem mit der Musik von Leonard Cohen im Hintergrund, also die so hinten dran geplänkelt. Wenn es mit Gitarre ist, irgendwelche Songs, dann finde ich es total cool. Aber dieses billige Keyboard-Dudel hinten dran, das ist überhaupt nicht meins. Das finde ich immer ganz schlimm. Das klingt immer so nach so einer billigen Jukebox oder auch so, das ist so ganz nah schon an der Schlagermusik einfach, ja. Okay. Also das ist irgendwie, ich bin da auch, weiß nicht genau, wie man seinen Musikstil nennen würde, vielleicht Folklore, keine Ahnung. Ja, auch er benutzt sehr viel diesen griechischen Sirtaki und ein bisschen von diesem Gypsy-Music auch, also, weil das ist, glaube ich, der Einfluss auch wieder von jüdischer Musik. Und das wird in seinen, in manchen Songs auch deutlich. Also das hängt davon ab, da er so eine lange Karriere hatte. Das änderte sich natürlich also vom Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wie er, was für Musik er gemacht hat. Den kann man nicht, genau, ja. Übrigens ist jetzt ganz kürzlich erst noch, also der ist ja 2016 ist er gestorben und 2019 ist noch ein Album von ihm erschienen, das heißt Thanks for the Dance, das ist also posthum erschienen und da hat sich dann sein Sohn, da hat das wohl vervollständigt und jetzt erst vor 2 Monaten ist dazu noch ein Musikvideo da, also ein richtig, auch richtig cool gemacht, das heißt The Hills und ich glaube noch ein zweites, es gibt mehrere. Also wer das interessiert, das sind richtig schöne, sehr gut gemachte Musikvideos jetzt noch dazu entstanden. Ja. Genau, wer weiß, ob er wirklich tot ist, ne? genau. Okay, und wie fandest du, also du wusstest Dance Me to the End of Love, weil das ist auch ein sehr berühmtes Hochzeitslied auch. Also viele Menschen kennen das aus. Ich habe es mir jetzt angehört, ja, aber genau. Das ist nicht so etwas, so deins. Ich kannte, nee. Ich kannte auch nichts also richtig von ihm. Nee, und ich glaube, ich würde sogar mal behaupten, dass hier in Deutschland die Coverversionen von ihm berühmter sind als seine Originale. Ja, ich glaube, dass zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, er wurde sehr viel übersetzt. Also deswegen ist er wahrscheinlich bekannter auch hier als in manchen Ländern. Also das hängt total, das hängt total von Übersetzern ab. Du meinst jetzt seine Bücher, das, aber. Ja, seine Bücher auch, seine Gedichte. So, ja. Also das wurde auch übersetzt und das hat ihn teilweise popularisiert. Auch wie Bukowski beispielsweise. Ich glaube, dass die Übersetzer von Bukowski hatten die Hände voll in Jugoslawien. Deswegen war er so bekannt. Also jeder kannte, hat seine Romane gelesen, so im Highschool. So. Das finde ich sowieso spannend, ne? In welchem Land wird was übersetzt? Das ist echt immer spannend. Das ist auch Politik eigentlich, ja. Warum wird Herkunft von Sascha hier übersetzt? Genau. Nicht genau. Alexander, sondern Sascha. Cool. Ich finde, jetzt haben wir so bis Minute 48 durchgehalten mit Leonard Cohen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Liegt dir noch was am Herzen?
zu ihm. Ich fand seine Gedichte inspirierend. Bob Dylan hat gesagt, dass er der letzte Dichter unter den Sängern ist. Also ich glaube, dass er wirklich von seinen Kollegen auch geschätzt wurde. Und viele von seinen Liedern können sich als Gedichte lesen, einfach diese Liedtexte. Und ich finde es so cool, dass er beispielsweise bei vielen Songs sogar 60 Strophen geschrieben hat. Aber er benutzt nur 6 dann für den Song. Und bei einem Interview fand ich so cool, als er gesagt hat, wir können natürlich über meinen Texten reden. Leider fragen mich sehr wenige Menschen darüber, aber ich kann jeden Satz von mir verteidigen. Das fand ich so cool, dass er so wirklich, also auch eine Stellung also zu allem, was er geschrieben hat, hatte. Und dann dachte ich, ja, ich hätte viele Fragen natürlich zu deinem Roman beispielsweise. Zu Beautiful Losers. Aber ja, ich finde es gut, dass wir uns jetzt ein bisschen besser mit dem Text kennen. Ja, dass man ihn einfach mal einordnen kann. Also ich denke, dafür hat es auf jeden Fall geholfen. Ja, man muss jetzt kein großer Fan werden von ihm, von seinen Romanen zumindest. Aber also die Musik, denke ich, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, ihn mal da kennenzulernen. Und dass man jetzt einfach so ein bisschen einordnen kann. Aha, jetzt hat man schon mal was von der Postmoderne aus Kanada gehört. Ist auch nicht schlecht. Genau. Ja, ja, stimmt. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Text von ihm, ein Lied, das ist Democracy aus 1992, wo er eigentlich sagt, ja, also es gibt so viel, natürlich ist die USA, wenn es um Demokratie geht, wahrscheinlich die beste der Länder auf der Welt, aber trotzdem gibt es Rassismus, trotzdem gibt es immer noch Sachen, die erledigt werden sollen. Und es gibt eine Strophe, die sagt beispielsweise, I'm sentimental, if you know what I mean, I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right, I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags, the time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Zum Beispiel, das ist eine der Lieder, der einfach 60 Strophen hat. Und das ist richtig gut. Also man kann seine Gedichte, seine Lieder als Gedichte lesen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wenn der, warum, oder ich habe mich gewundert, warum bei dem noch nicht so ein, ja, ist bestimmt auch so ein großer Gesamtband erschienen, oder? Wo seine ganzen Songtexte drinstehen, genau, ja. Aber warum denn eigentlich, wenn Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat, er war bestimmt auch schon mal im Gespräch, oder? Leonard Cohen. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, dass Bob Dylan, also hatte mehr Nominierung, oder? Ja, obwohl er diese Rolle nie wollte, er war mehr so Symbol einer Generation, besonders während der Civil Rights Movement und so. Ich glaube, dass Cohen nie diese Rolle hatte. Ja, vielleicht in Kanada schon. Keine Ahnung. Ja. Ja, spannend. Mal gucken. Ja. Cool. Falls wir mit Leonard Cohen hier durch sind, hätte ich jetzt noch einen schönen Abschluss. Aber wenn du noch was sagen willst, sag. Nee. Okay. Und zwar muss ich dir was beichten. Apropos Beichte. Ich bin fremdgegangen. Ich bin Martina fremdgegangen und es tut mir so leid. Es ist gar nicht so schlimm. Ich vergebe dir alles. Was hast du gekauft? Was hast du gemacht ohne mich? Ich war im Haus der Bücher ohne dich. Genau. Ich bin einfach so verzweifelt. Wie lange? Wie viel mal? Wie viel mal hast du mich betrogen? Und zwar hatten wir uns das so fest vorgenommen, dass du gesagt hast, du kommst nach Bremen und dann gehen wir zusammen ins Haus der Bücher. Und dann war alles Lockdown und alle Bibliotheken waren zu und ich bin einfach schier verzweifelt, weil ich so einfach Bücher brauchte. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht hat das Haus der Bücher offen. Und da haben die tatsächlich, als so die ein paar Buchhandlungen aufgemacht haben, hat das Haus der Bücher auch aufgemacht und die Bibliotheken noch nicht. Und dann habe ich es gewagt und bin da hingegangen. Und ich war das letzte Mal mit dir dort und das ist jetzt fast 2 Jahre her, glaube ich, ne? Ah, ja, dadurch, dass ich immer in Mainz oder in Frankfurt war, genau. Und das ist war der Hund noch da? Oder das war der Hund? Oh,
Nein, oh mein Gott, vielleicht gibt es Aber den ich nicht glaube, mehr. das war der Hund von seiner Tochter oder dem Tochter des Besitzers. Also ich glaube, er war nicht da jedes Mal, sondern nur ab und zu. Aber Ja. er war so schön. Ja, stimmt. Ein Ja. Schäferhund, so ein Schäferhund, oder? Also wer das nicht kennt und wer mal nach Bremen kommen möchte, das ist eine absolute Empfehlung. Es sieht von außen total unscheinbar aus. Also es hat eigentlich von außen nur so einen kleinen Balkon. Haus der Bücher heißt es. Kann man googeln in Horn, ne, Bremen-Horn, in der Nähe vom Focke-Museum. Und von außen hat es nur so einen komischen Balkon und dann steht Haus der Bücher drauf. Und dann geht man rein und ist einfach nur völligst geflasht, weil du auf 4 Etagen nur Bücher hast. Bücher, Ja, es ist Bücher, Bücher. tatsächlich ein volles Haus, aber du siehst Haus der Bücher und du siehst nur dieses Schaufenster und du denkst, ja, es ist eigentlich kein Haus der Bücher, es ist nur ein Raum der Bücher. Aber es ist tatsächlich ein volles Haus, Leute. Ja. Und weil Es es, ist man denkt auch, unglaublich. Haus der Bücher klingt auch so plakativ, dass du denkst, oh ja, Ja. toll, da hat eine Buchhandlung, Ja, Haus der Leute, bla. Bücher. Ja, Bullshit. Genau. Genau. Und dann siehst du einfach, es ist so geil und überall so tolle Ach. alte Teppiche und das Treppenhaus voller Bücher und du guckst in den Raum und siehst 3 Räume weiter, überall alles voller Bücher. Also es ist ein Traum für jeden Bücherliebhaber Und du und hast Leiter überall, weil ja, es gibt genau. viele so große Decken, wo du einfach den ganzen Tag Genau. verbringen kannst. Wie lange warst du dort? Ja. Warst du alleine dort? Ich war alleine da, ja, bestimmt über 1 Stunde. Und ich habe mir aber davor genommen, nochmal zu kommen, weil ich war also unten im Keller auch wieder. Unten im Keller geht es ja dann weiter. Und dann gibt es sogar hinten, ganz hinten, gibt es sogar eine kleine Schreinerei, wo dann die Regalbretter für neue Bücher gemacht werden. So, total cool. Und ich hatte dann den Weg nach unten nicht mehr ganz gefunden. Also, weißt du, da wo sein Schreibtisch ist, ist nebendran ja so eine Wand. Und dann dachte ich, ah, hier geht's doch eigentlich durch. Ich wollte jetzt da nach unten gehen. Und dann sagte ich, nee, da müssen Sie da vorne erst zu der Musikabteilung, dann vorne links. Und ich sag, ach so, also das ist so lustig, dass man es dann wirklich vergisst, wo es lang geht. Und ja, also da unten und ist es einfach richtig kalt dann einfach. Und da Ja. war ich nicht warm genug angezogen. Und dann wurde mir kalt und ich sagte, jetzt reicht's. Außerdem war ich nur mit dem Fahrrad da und ich konnte nicht so viel mitnehmen. Aber ich habe ein paar Schätze gefunden. Zeig uns, zeig uns, zeig uns, was du da gefunden hast. Und was ich daran so liebe, ist, dass manchmal die Bücher eigentlich dich finden. Weißt du? Ja, Und nicht du die Bücher. Und zwar war schön. ich um Punkt 3 Uhr war ich da. Also das macht, und die Öffnungszeiten sind ein bisschen blöd. Die muss man wahrscheinlich unter der Woche sind die immer ab 3, nur für ein paar Stunden geöffnet. Und dann kam er mit dem Fahrrad und ich war schon früher da, habe draußen gewartet und habe gesagt, ja, sie haben offen. Und er ist so ein bisschen mürrisch manchmal, ist nicht immer so gut drauf. Sorry, also ich So ein typischer Antiquariat. weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ein richtiger Norddeutscher. Er hat keinen Bock auf alle Menschen. Es ist einfach so. Sorry, ich habe fast 3 Jahre in Bremen verbracht. Also ich weiß, was ich da sage. Wenn man sie dann mal Aber eigentlich anspricht, sehr nett, genau. ja, Also genau. wenn man ein Gespräch mit ihm beginnt und so, dann kann er stundenlang eigentlich reden, aber er ist nicht so auf den ersten Kontakt ist er nicht so Ich nett. glaube, das ist dieses typische Antiquariatsphänomen. Das ist, glaube ich, bei Schallplattenläden und so auch so, dass das eigentlich Sammler sind und dass die ihre Sachen eigentlich gar nicht weggeben wollen. Weißt du, dass es denen eigentlich immer wehtut, wenn ein Buch weg ist. So kommt mir das immer vor. Aber ich glaube, dass er etwas mit Geschichte zu tun hat, weil er kennt sie so gut aus. Ich habe mit ihm ein paar Mal richtig gut sprechen können, reden können. Also ich finde Ich habe dann ihn auch von dir erzählt, habe gesagt, ja, mit meiner Freundin Martina war ich so oft süß. hier und die kommt aus Belgrad und dann hat die, ja, da war mal nur eine junge Studentin da und so, wo kam die nochmal her? So Kroatien oder, ja, genau, Serbien, Kroatien, genau, beide Danke für die studiert. Junge, danke für die Junge. Aber genau, ja, das fand ich auch cool bei ihm, dass man tatsächlich dort 6 oder 7 Stunden verbringen kann, Ja. also fast die ganze Zeit. Also das Genau. war's. Ich sollte Was dann hat vor der Tür gefunden? warten, genau, weil er natürlich den Abstand einhalten wollte und so und er dann noch seine Sachen erst aufräumen wollte, also ein paar Bücher rausrollen wurde. Und dann schob er so ein Wägelchen nach vorne, wo dann 1-Euro-Bücher drin waren, die irgendwie raus sollten, weil sie wahrscheinlich ein bisschen dreckig waren oder so. Und dann kam habe ich das gesehen als allererstes, Heartbreak Hotel Hotel, okay. und von Mark Childress. Und
Und dann dachte ich, oh geil, das muss ich sofort haben. Also es natürlich geht um Elvis Presley, ist ein ganz berühmtes Buch über Elvis Presley. Und für nur 1 Euro, weil es hier am Rand so ein bisschen kaputt ist wohl, dann dachte ich, das okay. So Zoom stand da vorne, du bist mir. Super, das wusste ich doch genau. Genau. Dann perfekt. War ich fast 2 Stunden nur in der Musikabteilung. Also die Musikabteilung ist am klein, ganz, ganz klein leider. Und man und ziemlich alte Bücher haben sie. Ich glaube, dass wir nichts Neues finden können. Aber trotzdem hast du ein paar schöne musikalische Platten, Schallplatten für mich finden können. Erinnerst du dich daran? Ja, stimmt, Schallplatten auch, genau. Nee, ich meinte jetzt vor allem von den Büchern. Also für Schallplatten und so gibt es ein paar Sachen. Stimmt, die Bach habe ich doch von Bach, Weihnachtsoratorium, ja genau, WO. Das Weihnachtsoratorium, ja genau. Ja, das hast du mir gesagt. Also der Gundula Janowitz genau. Und Fritz Wunderlich, der ist ganz, ganz früh gestorben. Das ist ganz tragisch. Ich glaube, der ist die Treppe runtergestürzt. So ganz tragisch und so ein toller Tenor. Der ist so, so, ach, toll. Richtig cool. Ja. Dann ein Buch, Verschwende deine Jugend von Jürgen Teipel. Das ist wohl auch ziemlich bekannt. Ein Meilenstein der Popgeschichte heißt es. Da werde ich also auch mal reinblättern. Dann habe ich ja gesagt, dass ich so ein bisschen Richtung Jazz im Moment mich informiere. Das Jazzbuch, das ist aber, also habe ich jetzt schon durch, das ist ziemlich veraltet. Aber dann über die neue Musik, Schöpfer der neuen Musik von Hans-Heinz Stuckenschmidt. Stuckenschmidt. Stuckenschmidt, ist das nicht ein geiler Name? Stuckenschmidt. Ist das österreichisch? Klingt sehr lustig. In Straßburg geboren. Oh. Ja. Mhm. Schön. Und der wohl auch selbst Komponist auch war der neuen Musik und viel also in dieser Zeit auch gewirkt hat. Und der schreibt ganz toll. Also eigentlich tue ich mich immer ein bisschen schwer, wenn ich alte wissenschaftliche Bücher lese über Musik zum Beispiel, weil man dann nie genau weiß, ist es jetzt überholt oder nicht, ja. Mhm. Aber der hat wirklich den Einblick aus der Zeit und schreibt so toll, schreibt so literarisch, ja. Du, genau. Adorno hat ja auch ganz viel über Musik geschrieben, das kannst du alles nicht lesen, weil das immer so abgehackt ist, schrecklich. Hey, aber wieso ist das abgehackt? Weil ich habe schon, das wollte ich dich fragen, ich habe gehört, dass Adorno über Bob Dylan geschrieben hat. Was hat er da gesagt? Ja. Krass. Okay, weiß ich nicht. Er hat etwas über Bob Dylan-Phänomen geschrieben. Ich weiß nicht, was genau. Ich bin mit der Frankfurter Schule nicht so befreundet. Ja. Ach, ich habe doch das Buch, was ich uns noch rausgesucht habe, was wir hier noch lesen werden, auch über Stockhausen und seine Frauen oder Liebschaften. Was ist auch in unserer App drin? Und deswegen habe ich ein Gespräch, so ein Radiogespräch mir angehört, wo Stockhausen mit Adorno spricht. Und das ist einfach, Stockhausen ist so cool und Adorno ist immer so, ich will hier sprechen. Arrogant? Ja, das war aber auch die Zeit. Also, Adorno ist in der Philosophie, was James Joyce in der Literatur ist. Einfach unfassbar arroganter Mensch. Ja, diese intellektuelle Verliebtheit dann. Ah. Ja, ich möchte doch sagen, die zeitgenössische Musik. Also, da ist mir dann klar, bei Loriot habe ich dir doch geschickt, ne? Diese lustige Literatur nachverarsche. Ja, da ist mir ganz klar, der hat Adorno als Vorbild gehabt. Ja. Also jedenfalls zurück zu Stuckenschmidt, so ein süßer Name. Der schreibt über Debussy, über Maurice Ravel, über Bela Bartok und so weiter, über Stravinsky, Schönberg, Alban Berg und so weiter. Also einfach alle die Hindemith, die man so kennen muss aus dem Bereich der neuen Musik, sehr empfehlenswert. Und dann, apropos klassische Musik, habe ich eine Autobiografie von Arthur Rubinstein gefunden, Mein glückliches Leben, also ein Pianist, der sehr berühmt wurde für Chopin und Chopin-Interpretationen, genau. Das ist aber so ein Wälzer, wo ich dachte, uiuiui, ob ich mich dadurch quäle, nur für einen Pianisten. Genau, weiß ich noch nicht nur so genau. Nur für eine Person, also die muss richtig leben. Also das ist wie die John Lennon-Biografie, also 700 Seiten Menschen. Ja, genau. Ja, da war ich am stolzesten drauf, weil du hast ja gesagt, dass da fast nur also, alte Sachen sind, aber auch mal manchmal hat man so richtig Glück. Und Miles Davis. Wow, genau. Sehr gut. Das hatten wir nämlich auf unserer Liste drauf. Das hatte ich nämlich schon recherchiert für uns und hatte dann gesehen, wie dick das Buch ist und habe gesagt, nee, das kaufe ich nicht, das ist mir zu teuer. Das machen wir nächstes Jahr. Genau.
Und dann habe ich gesagt, wow, toll. Ja, wunderbar. Genau. Oh, wie schön, ja. Was für Schätze du da gefunden hast. Genau, und ich habe keinen Schnaps mehr in meinen Büchern und Thiago hat mich umgebracht. Aber man hat gesagt, wo wollen die alle hin? Und vor allem müssen wir ja bald umziehen und ich bin jetzt bald schon am Bananenkartons sammeln für unseren Umzug. Hey, aber ich glaube, dass du wenigstens noch ein paar Mal ins Haus der Bücher gehen musst, also bevor du gehst. Ja, ich habe mir überlegt, du könntest mir ja auch mal eine Liste schreiben von Büchern, wo du Bock drauf hast, die auf Deutsch vielleicht zu haben oder dich schon immer gefragt hast. Also ich habe zum Beispiel von allen Beatniks, auch unbekannten Beatniks, habe ich mir Autoren aufgeschrieben und die alle durchsucht. Aber also was so alte englische Sachen angeht, also da haben die gar nichts. Sie hatten noch nicht mal was von Kerouac oder so da. Ja. Aber falls dir irgendwas einfällt, welche Bereiche du cool fändest, so eher so Klassiker. Ja, oder sogar das haben wir schon besprochen. Also wir wollen ein bisschen dieses Anti-Kanon besprechen oder auch spanischsprachige Literatur oder solche. Also ich kann dir ein paar Autoren auf jeden Fall. Genau, dann, wenn ich das nächste Mal zu dir komme, dann komme ich einfach mit dem Auto das nächste Mal und dann hast du für deine deutsche Bibliothek was. Hey, nächstes Mal. Also ich kaufe mir ein LKW und ich komme nach Deutschland mit einem LKW und wir fahren von Flohmarkt zum Flohmarkt und wir sind auf Suche nur nach Schallplatten und Büchern und vielleicht ein paar Sachen noch, aber das wäre unser Hauptfund. Super. Ja. Wunderbar. Ja. Ich muss tatsächlich mich noch ein bisschen eindecken, weil im Rhein-Main-Gebiet gibt es relativ wenig. Also das ist schon Bremer-spezifisch. Hast du diesen Account gesehen von E&O-Gespräch, von denen einen macht doch jemand Straßenpoesie, so ein Twitter-Account? Ah, okay. Ich glaube, der Markus von denen, glaube ich, kann es sein? Ja, Markus. Und das ist so ein toller Account, wo einfach nur Bücher abfotografiert werden, die Leute vor die Tür gestellt haben. Und das ist natürlich in Bremen... Hat jetzt im Frühling, das ist hier total, das ist eine ganz andere Mentalität, das kenne ich aus dem Rhein-Main-Gebiet gar nicht, ja. Hier hat jeder, vor allem hier im Viertel in Bremen, haben alle so einen kleinen Korb an der Tür, am Gartenzaun installiert, extra dran geklebt, nur um dort Sachen reinzutun, die man dann loswerden möchte, die man nicht mehr braucht. Und das ist so ein ständiges Geben und Nehmen hier. Und da stehen so gute Bücher auf der Straße. Ständig sehe ich irgendwo kleine Kartons mit Büchern drin. Und ja. Ich glaube, dass als wir einmal also im Spaziergang waren, ich glaube, dass ich das hier gefunden habe. Ini Lorenz, also das ist das Ehepaar. Oh. Und die schreiben zusammen unter diesem Pseudonym Ini Lorenz. Und das war die Wanderhure. Das habe ich mir auch genommen. Jetzt habe ich momentan keinen CD-Spieler. Deswegen kann ich das... Ich hatte sogar mal Orhan Pamuk. Orhan Pamuk habe ich sogar mal auf der Straße hier gefunden. Also richtig gute Sachen. Ja, das lohnt sich echt immer hier durchzugehen. Ja. Das ist so cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Flohmarktphänomen, wo man auf dem Flohmarkt richtig so coole Sachen finden kann. Ja. Das kenne ich überhaupt nicht. Normalerweise gibt es auf Flohmärkte hier auf dem Balkan generell Schrott. Also es gibt Antiquariat-Flohmärkte, aber die sind besonders und die sind beispielsweise, es gibt Messen dafür. Und man geht dann in eine Messehalle und so und dort kann man solche Sachen finden, aber nicht auf einem Parkplatz vom Lidl beispielsweise. Ja. So am Sonntagmorgen. Nee, das geht nicht. Und deswegen finde ich das wunderbar. Besonders, also es kann auch ein Reklamheft sein. Es muss nichts Großes sein. Es ist einfach schön, wie die Bücher die finden. Ja. Und erinnerst du dich, als wir in Zagreb waren, in dieser kleinen Buchhandlung, die sich mit anarchistischen Literatur befasst hat? Das war so geil. Übrigens, hast du den Schlüssel? Diese Kiste mit dieser bizarre Rubrik. Als wir gefragt haben, was ist das hier, diese Kiste? Weil er hat uns alle Regale gezeigt, so das hier ist Feminismus, das hier ist Anarchismus und so weiter. Und das hier, diese Kiste am Boden, fragen wir. Und er sagt, ja, das ist unsere bizarre Rubrik. So Chiromantie, Horoskop und so weiter. Und dann... hat er irgendwie für ein Werk, brauchten sie irgendwie noch einen Übersetzer oder so ein Werk, was so schwierig ist, dass es niemand übersetzen kann oder so, ne? Oder niemand hat Bock auf diesen Autor. Er hat über Anarchismus geschrieben und er stammt irgendwie, er ist nicht so interessant für... Hast du mal den Schlüssel zurückgebracht eigentlich? Nee. Erinnerst du dich? Ja, ich glaube, der Schlüssel ist noch bei mir.
Also Sisi hatte den Schlüssel aus unserem Zagreber Appartement oder Zimmer, also nach Deutschland mitgebracht. Und der Typ, also das Gott sei Dank, nur von dem unten, von dem Eingangstor unten, also nicht von oben, aber er schrieb mir so, der war total nett, schöne Grüße an Robert, der konnte auch Deutsch sprechen und schrieb mir so bei WhatsApp, ja, einer von euch hat einen Schlüssel vergessen und dann habe ich. Ich finde es so lustig, weil du in unserem Duett, du bist immer die Verantwortungsvolle und am Ende, ich fand es so ironisch, weil schließlich habe ich nicht den Fehler gemacht, sondern du. Und das ist eigentlich was lustig. Aber also meine Eltern würden sich jetzt totlachen, wenn sie das hören, dass du sagst, dass ich verantwortungsvoll bin. Also mit Schlüsseln habe ich schon immer so ein bisschen meine Geschichten gehabt. Aber es war halt so, dass wir Karten bekommen haben für die Zimmer und unten gab es nur ein Eingangstor. Und der hat gesagt, das wäre sowieso immer offen und nur für den blöden Worst Case, dass es doch irgendwann mal zugeschlossen sein sollte und ihr kommt nicht rein, kriegt ihr einen Schlüssel dafür. Ja. Das heißt, ich hatte eine Woche lang diesen Schlüssel in der Tasche und habe ihn nie benutzt. So. Und wir haben immer nur diese Karte benutzt. Und dann war es noch so lustig, als er mir schrieb, ja, hab den Schlüssel vergessen und ich dir sofort geschrieben, oh, Martina, hast du den Schlüssel vergessen? Oh mein Gott, jetzt kommst du zu Hause nicht rein oder so. Und dann, nee, was meint er? Und dann habe ich erst gecheckt, er meint es andersrum. Ich habe ihm den Schlüssel von denen vergessen und dann hat es mir so leid getan. Ich habe gesagt, ich kann euch das schicken und so. Und dann warte, nee, ist scheißegal, der wird eh nicht genutzt und so. Der war total cool und voll nett. Ja. Und dann haben wir uns ein halbes oder dreiviertel Jahr später haben wir uns in London getroffen. London Baby, genau. Und da habe ich dir den Schlüssel mitgegeben. Wir treffen uns wie alte Liebhaber, überall auf der Welt, irgendwo. Das klingt so romantisch. Ja, wir treffen uns in London, ja. Okay, ja. Und du dann gibst mir den Schlüssel und... Und jetzt liegt er in Belgrad. Und, ja, in meiner Schublade und es wartet, dass ich, natürlich jetzt ist es Corona-Zeit, also ich fahre sowieso nicht, also ich verlasse nicht das Land, also in den nächsten Monaten. Also Robert wird ein bisschen auf den Schlüssel noch warten müssen. Sorry. Sorry, Robert. Du längst wahrscheinlich eine neue Tür unten oder so, weil die war, glaube ich, eh kaputt. Aber es war einfach eine lustige Geschichte, fand ich. Aber es ist so lustig, natürlich. Also zu reisen und besonders die Buchhandlungen zu besuchen, also das ist das Beste, richtig. Ja, wie gut, dass wir das noch gemacht haben, ne, mit London. Das war ja total spontan und so, ne. Das wäre jetzt alles nicht mehr möglich, ja. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer spontan reisen. Das ist das Beste, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht. Obwohl wir in London haben wir auch ein bisschen durch Buchhandlungen gebummelt, aber wir haben nicht so coole Sachen. Dieses gefunden. Boot war cool, was du rausgesucht hast, ne? Das Boot aber wir haben nicht so viel gekauft, glaube ich. Ja. Wir waren mehr auf an Theater konzentriert. Ja, stimmt, ja. Auf Theater, genau. Na gut, schön war's. Ja. Tut mir leid, dass ich kein Leonard Cohen-Spezialist geworden bin. Vielleicht hat es als erster Einblick trotzdem gereicht. Ja, trotzdem schreibt er sehr gut und also besonders seine Gedichte sind so, also sie haben viele Menschen berührt und sie dauern immer noch, was ist sehr cool, obwohl man, egal ob man Pop oder Rock oder Blues ist oder wie man überhaupt seine Musik nennen würde, ich finde es trotzdem cool, dass in heutiger Zeit, im 21. Jahrhundert, dass es Lieder von ihm aus den 70ern gibt, die immer noch dauern. Also Famous Blue Coat oder solche Lieder, die die heutige Generation vielleicht nicht kennen, aber die werden immer noch gehört. Ja. Gut. Okay. Wir sehen uns oder wir hören uns vielleicht das nächste Mal mit einer Folge über Netflix-Dokumentationen im Bereich Musik, also speziellen Musikdokumentationen. Aber wir wollen uns wie immer nicht festlegen. Vielleicht machen wir auch was anderes. Kann immer so sein, kann aber auch ganz anders sein. Wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Also wir hauen dort ein paar Tweets raus jeden Freitag. Und vor allem gibt's für diese Folge gibt's ein extra Video aus dem Haus der Bücher. Das wird sehr lustig. Ich bin aber ein bisschen gestolpert. Ich habe so gefilmt, wie ich die Treppen hochgegangen bin und bin dann irgendwann ein bisschen gestolpert. Ich glaube, das ist sehr lustig. Aber diese Treppen sind sehr gefährlich, muss ich sagen auch. Also die sind so hoch. Also jede Treppe ist ziemlich hoch. Ja. Okay. Halleluja. Halleluja, Leute. Ciao. Die Frage werden wir nicht mehr beantworten, weil es an Zeit ist. Die Frage werden wir nicht beantworten. Sie bleibt offen. 3, 3, 3.
reden. 3, 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 3